Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Wir müssen heute wieder in den Sonnentempel gehen, denn wir sollen denen irgendwie berichten von was die Frau da bedrückt. Ich weiß nicht genau. Es verwirrt ein wenig zumindest. Da muss ich hin, okay. Sonnentempel ins Chronicum. Wollt ihr mal, dass ich Chrono Trigger spiele? Könnte ich eigentlich mal machen, ne? So ein Klassiker oder allgemein so Klassiker. Chrono Trigger, eine andere. Zu viele Bücher, ne? Aber darum geht's mir gar nicht. Ich will mit ihm reden. Ich habe Ilia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Dafür 150? Gut. Gut. Was? Die hat ein schönes Kleid, wie ich finde. Was passiert, wenn ich sie töte? Hä? Kann ich ihn niemand angreifen? Doch. Also es geht schon. Letzter Zeuge verstorben. Eieiei. Also, ja. Gut. Ja. Was? So, Wellenziehen. Konstantin sagt, eine junge Magierin namens Lashiri könnte mit einem besonderen Ritual meiner Arkanistenfieber ein und mir so helfen, um meine Magie und jahrelange Meditation kontrollieren zu lernen. Sie leitet derzeit eine Ausgrabungsstätte im hinteren nördlichen Herzland, das sich Alt-Raschengrat nennt. Oh, machen wir doch mal. Arkanistenfieber heilen wäre geil. Muss ich jetzt mal so sagen? Wäre schon geil. Weil, in der Unterstadt eine Kreatur, die sich der schwarzen Nächte dann völlig besiegen. Weil, ja, ne? Wisst ihr ja schon. Ach, hier ist das ist ja noch im friedlichen Bereich. Ach Gottchen. Das ist ja harmlos. Harmlos. Hallo. Wirbelsturm. Ich dachte, mein Pferd heißt Depona. Wie komme ich denn hier raus? Hier rein. Oh, ein Bär. War ich hier nicht schon mal? Ich habe so das Gefühl, dass ich hier schon mal war.
So, hier muss ich also hin. Alt-Raschengrad. Gut, dass mein Pferd das so direkt von selbst gemacht hat. Es ist eine schicke Ausgrabungsstätte. Aber ich soll mich ja mit ihr treffen. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich relativ friedlich eher sein. Hallo? Ich bin da. Da hinten sehe ich Gegner. Irgendwie. Totenfunke, gleißender Funke. Könnte ich dir eigentlich lernen? Das habe ich schon. Okay. Was ist das? Hab ich mich erschrocken? Eine sehr schöne Frau. Was war das denn eben? Wo kommt ihr plötzlich her? Wirklich eine schöne Frau. Ich wurde von einem Magier namens Konstantin geschickt. Seid ihr Lashiri? Nee, ihr seid Lishari. Nein, Konstantin meinte, ihr könntet eine Art Ritual an mir vollziehen, um die Magien mitzubändigen. Die ausführliche. Woran habt ihr denn überhaupt geforscht? Okay, von wie vielen Söldnern habt ihr sprechen wir denn genau? So, wie reit, wie man sein kann, schätze ich.
In deinem Kopf vielleicht. Ich habe sie nicht gehört. Dann laufe ich halt auch hier. Mit Gebrüll! Gut, das war eher enttäuschend. Stadtwachenrüstung. Nicht schlecht. Aber der Rest. Ausgrabungsnotiz. Oh, was steht denn da? Magister Yela, ich verstehe eure Skepsis, aber wir sind auf der richtigen Spur. Diese Skarrak-Magier, nein, damit will ich nicht ihre zweifelhafte Weltanschauung relativieren. Hat eindeutige Zusammenhänge zwischen diesen Steinen der Dulga und den Theorien des Großmeisters gefunden. Wenn sie recht behält, könnten sie unsere einzige Chance auf so etwas wie meinen magischen Schutz sein. In diesem Sinne, Großmeister Arantheal weiß, was er tut. So ungern ich das zugebe, diese Magier meines Sohnes sind bisher eine echte Hilfe. Hi, Woods. Was ist das? Mein Beileid. Darauf stehe ich. Der Saft der Pflanze heilt euch, geil. Novizenkiste. So. Was ist da drin? Nichts. Super. Wenigstens ist der Dietrich nicht kaputt gegangen. Ach ja. Oh, was haben wir denn hier? Schlammmorcheln. Okay. Fleckenpilz? Nee. Wie kann ich die retten? Das ist jetzt die große Frage. Ho, ho, ho. Hilfe! Alles brennt. Oh Gott, oh Gott. Wie mache ich das denn? Nee, aua. Die Musik ist mega geil, habe ich das schon gesagt? Puh. Die ist mega gut gerade. Feuerlöscher. Ah. Brennt, löscht ein Feuer, das brennendes Feuer. Okay. Wow, 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 wow. Los, los, los. Weiter, 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 weiter. Forschung, die dürfen nicht verbrennen. Wieso habt ihr denn keine Sprenkelanlage errichtet? Los, 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 löschen, löschen, löschen. Das mache ich jetzt gleich. Oh Gott.
Ja. Wo sind denn hier noch Dinger, die brennen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da. Ich brauche den Feuerlöscher wieder. Scheiße. Los, 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 los. Oh, wow, 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 wow. Ja, ich tu doch auch gar nichts. Okay. Kämpfen. Oh. Puh. Meine Güte, ich habe alle gerettet, glaube ich. Oh, die Schaufel wollte ich nicht mitnehmen. Anführer der Söldner. Hat aber nichts Besonderes an sich. Leges Pergament, was leer ist. Gut. Lebensflusstränke. Rollen. Eieiei. Da ist ein Tor. Das kann ich, glaube ich, knacken. Weil da war irgendwas Verzaubertes. Und verzaubert heißt Geld. Mist. Mist. Aha. Ja, meine ich doch wohl. Eine Leiche. Noch eine Truhe, nee, lohnt sich jetzt nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier raus wieder? Ich habe ja auch edle Schuhe. Ich weiß ja jetzt nicht, wo ich hier langlaufen muss. Leiche, Pateroben, okay. Das hier, blaues Erz. Ein 3 Ela Kustenbrot. Hier war der Typ, oder? Ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Rolle der Lähmung. Na, ich habe zumindest alle Forschungen gerettet, immerhin. Und irgendwie muss ich jetzt Lishari, ich weiß jetzt gerade nicht, was der echte Name war. In diesem Labyrinth. Da oben ist schon mal das Ding. Labyrinthion, ne? Da war ich noch nicht in Skyrim, glaube ich. Ich kenne es nur aus meinem ersten One, glaube ich, noch ziemlich gut. Oh. Was passiert? Okay. Wollte ich nur mal so wissen. Ah, hallo. Wir drehen uns. Lishari. Drehen uns. Wir.
Die sind alle in Sicherheit. Ja, habe ich. Miss Vanva, ach Gott, das ist echt mein Name. Hat sehr erfreut. Das ist eine lange Geschichte. Die Schari von den Visionen, dem Tempel und dem Fieber erzählen. Ja, und ich weiß, wie verrückt das alles klingt. Gut, ich bin eine gute Scheiße, na, immerhin, ja. Und wahrscheinlicher als vieles in den letzten Wochen passiert. Was meint ihr genau? Boah, ich schwimme. Immer diese Vulgärsprache. Wie wäre es das nächste Mal mit einer kleinen Warnung? Schon in Ordnung. Was meint ihr genau? Wie ist meine Aura denn? Wofür waren diese Steinfragmente denn nun gut? Ich denke, ich weiß alles, was ich wissen muss. Bis bald. Wellenzähmen. Okay. Ins Herzland.
Und von dort machen wir einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge. Und machen mit den nächsten Quests weiter. Aber natürlich haben wir erstmal das Arkanistenfieber gesenkt. Bis dahin und tschüss.